Muchachos. Noch mal einen Blick zur Festung Kienstein. Ui, jetzt fängt es an zu wackeln. Hola. Ja, guten Morgen, unsere Boote. Wir sind jetzt bereit, wieder uns auf den Fluss zu begeben. Wir machen jetzt noch Frühstück. Wolfgang filmt schon wieder die Umwelt. Oder zwei hübsche
Eingang von Dresden. Hier kommt Schloss Benitz. Und wir haben es jetzt schon 18.15 Uhr. Ein Fischreiher, der auf Beute wartet. Raden, der an uns vorbeischifft. Im Hintergrund der Fernsehturm von Dresden. Schöne Villen. Wo man schon den Reichtum von Dresden erahnen kann. Und ich bin weit abgeschlagen. Unser Schlafraum am zweiten Abend im Kanuverein. Glaubgast hieß das, ne? Das ist mein Bett in Klausseins. Und die andere Besetzung. Also wir schlafen wie zu Hause. Auf dem Fußboden. Der Aufenthaltsraum. Man sieht die Ordnung, die wir Männer so in uns haben. Heute haben wir den 1. Juni, Kindertag, bei Vorbereitung zu unserem nächsten Battletag. Aber eins muss ich beanstanden, die haben alle Bierflaschen bei mir in das Boot. Ich sehe aus wie ein Müllfahrzeug. Und hier sieht man die Elbe. Und hier oben haben wir heute Nacht genächtigt. Die Witterung passt auch zum Paddeln. Wir hoffen, dass es heute nicht regnet. So, Papa cremt sich ein. ...9:40 Uhr. Auch hier oben. Eingecremt. Extra von Stolzarbeit, diese ja. Aufnahme. Ja, das ist ja nicht passiert anschließend. Ja, Gesundheit geht vor. Bei starken Sonneneinstrahlung und Rückwärtsfahrt. Man verdreht zwar nicht rückwärts vorne, aber das macht nichts. Hauptsache, es geht in den Sonnenbrand. Schöne Kerle braucht die Landschaft. Oh ja, das habe ich geahnt. Das habe ich geahnt.
die Villen von Dresden. Das sind schon eher Schlösser, ne? Kommt die Frauenkirche. Langsam. Man beachte die vielen Waggons, die hinten an so einem Zug hängen. Ich habe vorhin eingezählt mit 44 Waggons. Aber da waren Container drauf.
Moment.
Klaus Kluge. Die letzten paar Meter auf der Elbe, kurz vor uns.